und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde. Ich nehme heute mal wieder mit der Facecam auf und wird jetzt hier noch ein kleines Sommertransfer-Special. Wir haben nämlich noch einiges vor, denn bis zum 28. bis zu unserem ersten Testspiel gegen Florentina mit unserem Hamburger Sportverein dauert es noch ein wenig. Und nochmal ganz kurz zu WM. Ich bin der Meinung, das Spiel gegen England haben wir leider durch ein wenig Nachlässigkeit unsererseits einfach verloren. Wenn das eine Tor von Lescott nicht passiert wäre, hätten wir ja mit 1:0 gewonnen. Ja? War mein Fehler gewesen. Ich habe in dem Moment den Torwart rausgeholt. Hätte ich ihn vielleicht drinnen gelassen, wäre es vielleicht anders ausgelaufen, aber das ist alles ein Wenn. Jetzt steht mal wieder Deutschland gegen Brasilien im Finale. Und ich hatte mir immer Gedanken gemacht, wie war das eigentlich mit den Ösis? Ja, wann hat das überhaupt angefangen? Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ich bringe hier mal ein kleines bisschen Feedback, WM-Feedback für die österreichischen Fans und die Leute, die aus Österreich kommen und damit natürlich ganz besonders dich, Franze. Und da habe ich mal geschaut, es gab sogar 1934, ja, 1934 hat es, ja, und das war das Geile gewesen, das war gerade kurz, das war so, glaube ich, die erste Fußball-WM, da habe ich jetzt gar nicht, die Endrunde war 34. Ich glaube, 34 war sogar die erste Fußball-Weltmeisterschaft. Und, muss ich ganz kurz wieder hier reinklicken, sonst ist die Musik wieder weg. Und, da hat es Österreich auch um den Platz 3 gespielt. Und zwar gegen Deutschland. Dort war es aber nicht wirklich Deutschland, da war es noch wirklich das Deutsche Reich gewesen. Ja, und da haben sie ganz knapp 2:3 verloren. Also, sie waren wirklich schon mal so weit, dass sie um Platz 3 so wie jetzt auch gewesen sind. Das hatte ich ja mal gefragt und leider kam da wohl, wusste das keiner von euch und dann wollte ich euch das mal ein bisschen näher bringen. Ja? Also wie gesagt, 1934 in der, ich glaube, ersten Weltmeisterschaft haben die das auch um Platz 3 schon mal gespielt. Dann gehen wir mal einen großen Schritt weiter. Wir kommen dann 1954 zur Weltmeisterschaft und auch da haben sie es um Platz 3 gespielt oder haben um Platz 3 gespielt. Sie haben gewonnen. Sie haben 3:1 gegen die Uruguay gewonnen. Und das war auch die Fußball-WM, wo Deutschland den ersten Titel geholt hat. Ja, dann da haben sie 3:2 gewonnen gegen die Ungarn. Und das war auch da, wo die Fußball-Weltmeisterschaft das erste Mal in Schweiz ausgetragen worden ist. Und ich kann... Genau. Da habe ich es. Das war auch das Fußballwunder von Bern. In dieser Epoche der Weltmeisterschaft ging es ja auch, das wurde ja auch mal verfilmt, ja, und da haben es die Österreicher, da haben sie es wirklich geschafft, Platz 3 zu ergattern, ja, also 54 war mal das Jahr, das beste Jahr, kann man ja sagen mal, für die Ösis, ja, Platz 3, 54 Weltmeisterschaft. Dann gehen wir mal wieder einen wirklich großen Schritt. Ja, von 54 gehen wir nach 1982 und da waren sie zwar jetzt auch in der Gruppe mit drinne, ja, haben es aber noch nicht so weit geschafft. Aber was in dieser WM-Zeitraum was dort spannend gewesen ist, ist, dass am Anfang, wo die WM stattgefunden hat, gab es halt noch nicht so viele Länder, ja, die dieses mitspielen konnten. Das waren damals nur 16 Länder, ja, und 82
Das war in der Vorrunde der WM, die erstmals mit 24 statt den 16 Mannschaften aufgespielt wurde. Schafften fast alle mehr oder wenig den Sprung in die Zwischenrunde. Ja, da war also 82 das erste Mal die Aufstockung von 16 auf 24 Länder, die in der WM gespielt haben. Ja, und dann machen wir wieder einen großen Sprung 12 Jahre später, nämlich 98, war genau das gleiche nochmal wieder passiert. Ja, und das konnte den Tan. Ganz schweres Wort, das ist ein Zungenbrecher, um die Kontinentalverbände, jetzt haben wir es, von Asien und Afrikas aufzuwerten, um mehr Teilnehmer aus diesen Kontinenten aufzunehmen zu können, wurde 94 die Aufstockung der Weltmeisterschaft von 24 auf 32 Nationalmannschaften gemacht. Und auch da haben es leider die Ösis nicht geschafft. Ja, also ich habe auch geguckt, die DDR hat es auch nur, ich glaube, ein oder zweimal in die Weltmeisterschaft gebracht und ja. Schade, schade, schade. So, und dann gibt es eigentlich nur noch, ja, eins, was ich noch so zu sagen wollte, und da machen wir wieder einen großen Sprung oder ein wenig großen Sprung von 98 zu der besten, also aus meiner Sicht wirklich die beste Weltmeisterschaft, die jemals ausgetragen und die halt auch in den meisten Köpfen noch verankert ist. Und ich glaube, ihr wisst es selber, das war 2006, das Sommermärchen, wo die Weltmeisterschaft hier in Deutschland ausgetragen wurde. Das war für mich das beste Jahr gewesen und auch das geschichtsträchtigste Jahr. Und weil wir auch geschichtsträchtig gleich sind, hat sich für mich eins richtig eingebrannt, wo ich das halt ein bisschen nachgeforscht habe. Und jetzt haltet euch fest, in dieser WM, das ist der Wahnsinn, da gab es die meisten gelben Karten. Und ich gucke nochmal, es waren genau 326 Karten. Ja, das bedeutet, dass 5,0 gelbe Karten pro Spiel verballert wurden. Also in jedem Spiel wurden fast 5 Karten, 5 gelbe Karten. Das ist der Wahnsinn, ja? Es gab dann noch 19 gelb-rote Karten und ganze 9 rote Karten in dieser Weltmeisterschaft. Nie in keiner anderen Weltmeisterschaft wurden so viele gelbe Karten ausgehändigt als in der WM 2006. Ja, das war einfach das Sommermärchen und war für mich ja, das auch prädestinierte, was einfach am besten gewesen ist. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ja, auch in diesem Jahr habe ich gerade nochmal geguckt. Das war mir nicht ganz klar gewesen. Auch in diesem Jahr hat es die Ösis nicht geschafft. Auch danach, 2010 in Südafrika, waren sie nicht mit dabei. Und ich habe vorhin auch gerade geguckt. Ey, 2014 sind die auch nicht mit dabei. Und ich habe sie hier in diesem Manager-Modus in die WM 2014 mit reingeholt, ja. Und das finde ich ist doch mal eine richtig lohnenswerte Aktion von mir und euch, die mir natürlich da sehr geholfen haben. So, das war jetzt mal ein bisschen Geschichte, ja. Und kurzum, ich finde, wir haben uns da richtig gut gemacht. Richtig gut. Und ich habe ja noch gesagt, es sind ja hier viele Dinge in dem Transferphase, die noch kommen. Und wenn wir uns das hier schon wieder sehen, ja, FC Bayern will die Offensive verstärken, ja. Hallo? Sergio Aguero. Ey, was ist denn hier los? Der kann doch nicht zu den Bayern kommen. Sind die bescheuert? Wir sind ja froh, dass die endlich Ribéry und Neuer los sind. Da können die sich doch nicht schon wieder so einholen. Also wenn das wirklich noch passiert, dann Haudewitz ja, ja. Aber ich bin der Meinung, wir haben definitiv unser Stamm wirklich geholt. Achso, wir müssten kurz aufwarten. Wir müssen noch ein paar Tage machen, weil die anderen waren, glaube ich, noch in einer WM, glaube ich, gewesen, oder? Oder war das? Nee, das war danach gewesen. Jetzt könnten wir eigentlich. Jetzt sollte das eigentlich möglich sein. Nee. Deutschland ist noch in Dings. Und Kirchhoff war, glaube ich, mit dabei gewesen, ja.
Wir müssen noch auf das Finale warten. Da müssen wir das noch abwarten. Ich weiß ja nicht, wann das jetzt passieren tut oder so. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Und stoppen mal. Oh, gucken wir einfach mal. Puh, wo kann man denn jetzt gucken? Tabellen, gucken wir mal. Deutscher Pokal, nee. FIFA World Cup. Deutschland hat mit 3-0 gewonnen gegen Brasilien. Top. Richtig top. Richtig top. Und daher können wir das jetzt schon mal machen. So. Ich wollte mir nämlich Kirchhoff schon reinholen. Und der kann nämlich uns Westermann schon mal ablösen dort. Und uns Max Kruse wollte ich ja eigentlich auch noch mit reinholen, aber das machen wir mal anders. Den setzen wir mal auch runter jetzt. So, genau, die wollen wir hier noch verballern. So, dann ist eigentlich nur noch Sobiech so ein bisschen der Schwachpunkt in Anführungsstrichen drinne, ne? Was ist denn jetzt hier mit Jansen? Können wir den nicht auch in... Ne, der kann nur Linksverteidiger und Innenverteidiger. Der ist ein reiner Innenverteidiger. Was ist hier mit den beiden? Das ist ein reiner Linksverteidiger. Das ist auch nur ein Linksverteidiger und Dings. Da haben wir ja keinen Innenverteidiger, den wir da vielleicht mit reinnehmen können. Als besseren. Als Sobiech. Hm. Müssen wir mal schauen, ja? Ich denke mal, wir werden auch hier mal besser auf... Ja, wollen wir da lieber auf Contento oder wollen wir da lieber auf Augo? Ich würde sogar sagen, wir gehen da ein bisschen auf Augo mehr rein. Da gehen wir ein bisschen besser auf Augo noch rein. Da möchte ich mal sehen, wie Augo sich jetzt macht, indem er ja von Dings weggekommen ist. In dem Testspiel... möchte ich anstatt Rudnes auch mehr Max Kruse sehen. Und in dem lassen wir auch mal Giefer gleich mal ins Tor. Um dort auch mal zu sehen. So rechtes Mittelfeld. Ilisevic nehme ich da auch mal raus, weil, wie gesagt, ich will da noch sehen, was unsere Neuen so bringen. Wir wollen halt gleich gucken, wie wir das am besten vermarkten können. Ja. Und wir müssen auch mal gucken, also wenn ihr da vielleicht mal eine Idee habt, ja, von der Formation mit den Spielern, die wir jetzt haben. Vielleicht wäre das sogar sinnvoll, wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Dreier-Formation im Sturm gehen. Ja, da würden wir zwar unseren ZOM verlieren, glaube ich. Da gab es, glaube ich, in der 4-3-3-Formation gab es, glaube ich, kein ZOM. Aber das wäre mal eine Idee, ja. Überlegt mal, lasst euch da mal was einfallen. Ihr kennt ja jetzt allmählich den Kader, den wir haben. Und da wäre es mal ganz gut, dass wir schauen, inwiefern wir dort, mal auftreten können. So. Kirchhoff haben wir gekauft. Kruse, Weise, Ebert, Chio, Eswein, Bibian, Meier und Giver. Also diese Saison haben wir richtig zugelegt. Und der macht ja ein Karriereende. Rajkovic und Lahm haben wir ausgeliehen. Und den haben wir den Dings gekauft. Adler ist unverkäuflich, ja. So, und Neif und Soa sind auf der Verleihliste und Van der Vaart, Jaik und Skillebrett sind auf der Transferliste. Und wieso werden die nicht verkauft? Wieso wird Van der Vaart nicht geholt? Verstehe ich nicht. Also, das ist mir ein bisschen unbegreiflich. Den möchte ich dann doch eigentlich irgendwie ganz gut loswerden. Denn mit dem Kapital, was wir da wieder rausholen können. Der ist jetzt nur noch 6,5 Millionen wert. Der ist nur noch 6,5 Millionen wert. Was ist da los? So, und wieso sind wir in der neuen Tabellenführung zum Beispiel auf Platz 13? Kann mir das mal einer erklären? Wieso sind wir auf Platz 13? Ja? Komme ich irgendwie nicht ganz klar. Und ich glaube, Kaiserslautern ist neu mit dazu gekommen. Die sind aus der zweiten Liga gekommen. Und ich weiß gar nicht, das müsste man doch eigentlich irgendwo noch sehen. Aufstiegsdings.
Copa Final, das war gegen links, okay. Kann man eigentlich nirgendwo sehen? EM-Qualifikation? FIFA? Mensch, da kann man gar nicht sehen, wer jetzt eigentlich aufgestiegen ist. Das ist irgendwie ein bisschen blöd jetzt. Das hätte ich jetzt eigentlich auch nochmal ganz gerne gesehen. Halt, wer da eigentlich aufgestiegen ist. Aufsteiger-Trophäen. Keine Statistik verfügbar. Copa Corner. Champions League. Nee. Euroleague. FIFA. WM-Qualifikation. Oh, da haben wir uns zum Beispiel auch schon qualifiziert. Okay, Bundesliga. Hm. Können wir nicht sehen. Also, falls ihr irgendwie wisst, wo wir das vielleicht sehen könnt, könnt ihr das ja mal gerne in die Kommentare mit reinschreiben. So. Dann simulieren wir bis jetzt dahin auch noch. Und, ja, irgendwie läuft der Transfer nicht wirklich, ne? Also keiner will unsere Jungs irgendwie haben. Und am 31. ist, glaube ich, auch schon... Ach nee, der geht ja... Ach, die Transferphase geht ja noch eine ganze Weile. Bis zum 31. August. Na, das ist ja noch... Die ist ja noch richtig lange hin. Und der erste, auf die wir treffen, ist sogar Schalke am 9. August. Oh, da wollen wir... Oh, wir... kommen sogar am 5. gegen PSV ran. Das ist aber auch ist auch ein Testspiel. Ach ja, das sind diese Grünen, das sind die Testspiele. Okay, und dann gegen wen spielen wir noch? Gegen Zar. Was ist denn Zar? Real Zaragoza. Hauen wir weg. Hauen wir weg. Keine Gegner. Keine Gegner. Keine Gegner. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich glaube auch hier, Fiorentina sollte da kein großer, keine große Gefahr sein. So, und damit war es dann jetzt erstmal, ja, mit der kleinen Geschichtsstunde und dem Sommertransfer-Special nochmal. Und nochmal einen kleinen Rückblick von der WM. Und ihr wisst ja, nächstes Jahr, nächste Saison ist, glaube ich, sogar schon, ist sogar, wenn mich nicht alles irrt, schon EM-Time, ja. Müssen wir mal schauen. Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Nee, wir haben ja 2014. Mensch, das Kinder. Wir müssen noch zwei Saison. Dann ist erst wieder EM-Time. Also 2016 ist die EM. Und da werden wir uns auf jeden Fall, denke ich mal, auch für die qualifizieren. Ich denke mal, ich würde sogar mal sagen, dass wenn da nicht ein besseres Angebot von irgendeiner anderen Nationalmannschaft kommt, würde ich ganz gerne bei Österreich wieder bleiben. Ja? Schauen wir mal. Bis dahin ist noch eine gewisse Zeit und ich würde sagen, dann war's das jetzt erstmal. Ein wenig später werdet ihr dann auch noch an dem heutigen Tag das Testspiel gegen AC Florenz ist das ja. AC Florenz. Wieso stand denn da vorhin Fiorentina? Florentina. AC Florenz. Also, bis dahin, liebe Zockerfreunde, und Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr könnt ja mal so ein bisschen reinschreiben, wie es euch gefallen hat, dass ich euch mal so ein bisschen Geschichte beigebracht habe. Ja? Das kann ja mal immer was lernen. Ne? Also, niemand stirbt dumm, wenn er Mr. Yo Zocker guckt. Bis dahin. Ciao.